Ja, huhu, hier wieder beim Quali und beim... Du wolltest die Frauen zuerst nennen. Bei der... Sarah May. Und beim... Les Ragdark. In der Secret World. Ja, es hat schon seinen Grund, warum du da hinten in der Ecke stehst und schäbst. Ja. Ich gehe mich jetzt in die Luft jagen. Was ja nicht wirklich funktioniert. Boom! Ja. Okay, wir machen heute die Quest Signalwirkung zuerst und dafür müssen wir über die Dächer dieser tollen Stadt hinweg laufen. Und erstmal müssen wir gucken, wo ihr Satellitenschüsseln sind. Erstmal muss ich den Laptop anklicken. Ja, mach das mal. Hier hinten ist schon eine. Die Frage ist nur, wie bekommen wir das hin, dass wir da hochkommen? Ein Königreich für ein Lama. Kann ich da rein und das streicheln? Nein, kann ich nicht. Bleiben wir fokussiert? Signalschüsseln. Hoffentlich weiß Terra, wo sie langläuft. Wenn ich kein Leck habe, ja. Dann laufen wir doch einfach hinterher. Also, hier hoch? Hier auf die müssen wir. Okay. Und dann hier rum, oder was? Da war es darum. Ne, darum war es. Rückwärts. Andere Seite. Ja. Und schon haben wir ein Problem. Es fängt schon gut an, die Folge. Und runter. Ja. Zurück teleportieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ja, genau. Musste man da nicht auch irgendwas eingeben bei den Signaldingern? Ja. So kurz lösen? Mal das 12,14. So. Ich glaube 12,17 war es, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Hier hoch. So, okay. Und dann hier rüber. Und runterfallen. Nein, nicht schon wieder. So. Und hier die Treppe hoch. Nee, aufs andere Dach. Schade. Ja, oh Gott, da muss ich ja nochmal jumpen. Uah. Ihr seid Zeuge einer epischen... Sie ist Zeuge. Epischen Glitch-Reihe. Das hat nichts mit Glitchen zu tun. Es würde... Wie bist du geglitscht? An der Hauswand lang. Okay, dann war es doch ein Glitch. Jetzt bin ich hier schon wieder irgendwie draußen. Ey, wenn ich eine Aufnahme machen würde, ja, das sähe so köstlich aus. Ich stehe hier auf dem Dach und sehe dich noch mal kurz hinter der Mauer hochhüpfen. Immerhin habe ich einen Weg gefunden, wie wir hier reinkommen. Wie ich wieder reinkomme, ohne dass ich neu laden muss. Ich weiß zwar jetzt gerade nicht, wo ich bin, aber... Da oben muss ich hin. Guck mal, kommt man hier nicht hoch? Das sollte eigentlich auch gehen. Nee. Komm mal weiter. Ja, lass mich ruhig allein. Nein, ich mit lass den Zuschauern. Ja, na, niemals. Ich guck doch nur, wo wir gleich weiterlaufen müssen. Ah, sehr schön. So, jetzt hier. Ums Haus herum. Dumm, ums Haus herum. Ich glaube, das ist ein Weg, den ich noch nie gegangen bin, bei den Malen, die ich hier diese Quest gemacht habe. Wow. Ja, so. Pass auf, es gibt ein paar Lecks. Ich bin schon wieder eins rum. Hier rüber, ja. Irgendjemand schießt. Ja, das sind die unten. Hä? Ach, da drüben. Falsche Richtung, ne?
Ja. Ja. Kommt eben drauf an, wo man hin wollte. Na, hier ist doch die Signalschüssel. Ja. So, was musste man jetzt eingeben? 12,17? 17? Sicher? Nee, nicht wirklich. Ja, dann müssen wir wohl wieder... Aber es ist ja eine Google-Quest. Ist es? Nein, ist es nicht eigentlich. Nee, was nicht? Das ist eine Nebenquest. Okay. Und, Lessack, du bist so still heute. Och, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich habe gerade erst den Weg gefunden vom Nebengebäude hier hoch. Ach so. So, 12,4. 31,7. Sehr schön. Okay. Das solltest du dir merken, das muss bei jeder... Ja, ich hab's ja jetzt auf dem zweiten Bildschirm. So, auf zum Atem. Wo ist die nächste? Da ist eine. Siehst du sie von hier aus schon? Ja, wenn du hier bist ungefähr, dann kannst du da hinten eine sehen. Ja, die Sichtweite kann man auch einstellen, vergiss es mal nicht. Ich hab sie nicht so hoch. So, komm. Ah! Kommt man hier hoch? Ja, man kommt hier hoch. Okay. Wo ist denn hier? Muss irgendwo auch eine sein. Aber wo ist die Frage? Ups, jetzt bin ich ganz runtergesprungen. Ganz toll. Suchen wir doch mal von unten. Keine. Nein. Ich sehe eine. Ich sehe eine. Ah. Ja, so geht das jetzt die ganze Folge lang. Ich kletter irgendwo hoch und fall wieder runter. So, hier rum. Schon mal nicht. Okay, dann auf der anderen Seite rum vielleicht. Oh, ich hab was zum Bekämpfen hier. Jetzt können wir direkt gucken, ob ich die auch alleine hinkriege. Wahrscheinlich eher nicht. Ah, da ist die Terra schon. So, ich finde, ich habe mich gar nicht so schlecht geschlagen. Hast du nicht? Ja, musst du hier dann hoch? Wahrscheinlich hier in der Ecke, ja. Ein bisschen seitlich, weil die Äste die können ganz schön stören. Äste stören eigentlich immer. So. Und dann haben wir doch hier eine nette Anlage. 12,4, 31,7. Tü-tü. Okay. So. Wieder runter und gucken, wo wir die nächste finden können. Haben wir hier auf dem Dach eine? Sie ist zumindest mal das Zielgebiet, also müsste hier irgendwo eine sein. Vielleicht in diesem Haus obendrauf, kann das sein? Ist hier eine? Nee. Da ist eine. Einmal. Hüpf! Ah. Nein! Oh. Habt ihr gerade gesehen, wie Putin mir entgegengekommen ist? Das war eine so ulkige Sache.
So, darüber müssen wir Putin. Warum läufst du eigentlich auf dem Boden? Du kannst fliegen, du bist eine Eule. Stunden später. Da drüben ist auch noch einer. Ach, da kommt man da rüber, ja, das war's. Zu welcher willst du denn? Zu der hier. Ah, okay. 12,4, 31,7. Okay, und die vierte Schüssel. Warte mal, wieder hinten zu der von Rad Venedig. Ja. Kommst du klar, Malael? Ja. Ja. Irgendwie. Oh, ich habe Wissen gefunden, glaube ich. Hast du Wissen? Oh. Ja, hier scheint auch heute wieder viel los zu sein. Viele Leute sind hier auch auf den Straßen unterwegs. Ich habe Valae gefunden. Hallo. Wie geht es dir, mein Freund? Da. Au, oh, da hinten ist die. Ja. Wie kommen wir darüber? Hier rüber? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder nicht? Nee, das ist auch die falsche. Wir müssen auf die andere. Da warst du schon. Ja, ich und meine Orientierung. Die beim Rad vom Venedig, da warst du noch nicht. Deswegen musst du mal zu mir kommen. Na gut. I'm running. Links? Genau. Oh, ah, na oben. Ja? Ja, erstmal rausspringen. Sehr gut. Oh, ich habe ein Wissen gefunden. Das war aber gut versteckt. Das passt aber auch. Aua. Hüpf. Liebe Leute von Funcom, bitte weniger Zeug, wo ich springen muss. Okay. Ah ne, 31,7 war zu Ende. 12,4, 31,7. Die Quelle der Übertragung finden. So. Jetzt müssen wir noch auf Malael warten. Oh, das dann ewig dauern. Macht weiter. Wir sollen weitermachen. Na gut. Gucken wir du mal. Hast kein, ich glaube, du hast keine 18 Folgen Zeit. Die Quelle. Welche hängst du denn gerade? Wenn ich das wüsste. Ja, ich versuche gerade in deine Richtung zu kommen. Nein, hilf Koali mal, falls es zu kämpfen kommt. Als Beschützer, okay. Beschützer? Naja, ich bin jetzt dein Bodyguard. Ja, okay. Okay, ja, jetzt müssen wir, glaube ich, doch dahin, wo wir eben waren, ne? Kann man sich da irgendwie hin teleportieren? Nee. Frage ist, wo waren wir eben? Hier oben, glaube ich. Diddledim. Oh, ich glaube, das ist nicht richtig. Obwohl, doch. Ja. Teleportiere sie sich zu mir? Oder ist sie schon hier hinten? Sie ist schon unterwegs. Okay. Mit Pax, okay.
Ja. Hier kann man nämlich runter zu, wie hieß sie, Gertrude und... Nein, Henry. Und Henry. Ja, sowas bleibt hängen. Seltsamer Kasten. Ein Code. Gut, dass ich 4744 weiß, woher das kommt. Was hast du denn da mitgebracht, Terra? Brennst. Ja, das ist so, wenn ich mal in Raserei komme, dann schwappt es eben über. Was hat Mala eh wieder gemacht? Diesmal nichts. Diesmal nichts. Okay, dann mal zurück zum Rat von Venedig. Für die zweite Queste. Jetzt kann ich mir auch wieder mein Audioprogramm nach vorne holen, damit ich auch weiß, wie viel Zeit wir noch haben. Assalamu alaikum. Ich glaube, wir können hier noch die Maya-Rekrutierungshandzettel machen in dieser Folge. Ich glaube, das ist besser, als die jetzt noch eine Hauptquest anzufangen. Aber erst warten wir auf den Ladebildschirm auf Doom. Ja, heute ist dann das System. Ja, komm mal, wir hören hier der Rekrutierungssprache zu. Du hast keine Ahnung. Außerdem hast du keine Stimme und redest gar nicht, wirklich. Damit wirst du niemanden überzeugen. Yay! Yay, siehst du mich schon? Nein, aber Malael nutzt gerade die Bühne und tanzt. Na toll, und ich sehe es nicht. Und davor steht Putin und guckt ziemlich skeptisch in den Gegend her. Dann kommt sie, die Terra. Dann nehmen wir Freunde und Nachbarn mal an. Die versteckten Kultisten beschuldigen und neutralisieren. Ja. Wiedersehen. Der ist doch bestimmt niemand Böses. Siehst du, der ist böse. Wusste ich's doch. Ich zeig auf die und du machst die kaputt. So gehört es sich. So, wo haben wir denn noch einen? Bist du auch einer? Ne, du bist ein Standverkäufer bestimmt. Ein harmloser Standverkäufer. Verkäufer sind alle Verbrecher. Sicher? Ja. Wiedersehen. Ist das du? Kann man dich auch beschuldigen? Moment. Ja, kann man. Aber der ist unschuldig. Schade. Naja, Nerven haben die Kultisten ja nicht gerade, wenn sie nach einer einfachen Beschuldigung sofort zusammenbrechen. Ja, du. Aber der hier wird. Kannst dem Blick von Eukalypta nicht ausweichen. Der malt ja sogar das Symbol von Arthorn. Ja, das ist verdächtig, ne? Alles klar. Und was mit den beiden hier? Den beiden? Ich meine, du rennst unzähligen vorbei. Besorgter Dorfbewohner. Gucken wir mal. Ne, der ist unschuldig. Aber der hier hinten nicht. Der sieht schon so böse aus. Der hat weiße Haare. Ah ne, ist ein Turban. Also ist Malael auch einer? Eigentlich nicht. Vielleicht hat er auch zeigen. Vielleicht hat er sie nur infiltriert. Arton. Arton. Was? Boah, da kommt's raus. Ist der hier drin auch einer? Warum gibst du das jedes Mal ein? Hat er noch einen? Koali.
Drück ja. bitte einmal Enter und Pfeiltaste nach oben. Nein. Okay. Ich möchte das Oldschool machen. Moment, Enter, Pfeiltaste nach oben. Bringt nix. Ich meine damit den Chat aktivieren und Pfeiltaste nach oben. Was für ein Chat? Oh Gott. Vergiss es einfach, ignoriere mich einfach. Du hast dich gerade selbst beschuldigt. So, hier ist einer. Einer fehlt noch. Einer fehlt noch. Einer fehlt noch rein. Gucken, ist der hier respawned? Hier auf der Ecke? Ja, guck mal, den können wir bestimmt nochmal beschuldigen. Ha! Sehr schön. So, jetzt haben wir immer noch Zeit. Da vorne war noch so eine komische andere Nebenquest. Ach, wo war sie? Hier. Scharfe Sprengladung. Oh, hi. Entschärfen wir die Sprengladung. Los, meine Spürhunde, schwärmt aus! Hier ist einer am Auto. Das ist bestimmt auch hier einer am Auto, oder? Ja. Sehr gut. Und hier ist einer unter dem... Oh, das hast du das recht, die fallen alle Verbrecher hier, die Verkäufer. Na, Sprengladung, put. An einem Auto? Oh nein, hier. Neben dem Typen. Du bist verdächtig, mein Junge, wenn du eine Sprengladung bewachst. In dem Café. Hinter den Space Invaders. Wer macht denn sowas? Jemand, der das Spiel gespielt hat. Und ich kann ihm voll nachvollziehen. Und an einem Belüftungssystem ist auch eine. Traurig. Hier ist auch wieder einer. Wo? Am Auto. Ein Auto? Ja, hier unter dem kleinen... Oh, und hier immer dem Marktstand ist natürlich auch noch eine. Und dann haben wir es doch schon. Und Shani Bericht erstatten. Wer ist denn nochmal Shani? Das ist sie am Anfang. Am Anfang. Haben das so in die verbrannte Wüste reingekommen bist. So, ja. Hier haben wir immer noch eine Nebenquest. Persönliche Habseligkeiten. Die machen wir auch noch. Eine Nebenquest. Zeug hier. Den persönlichen Gegenstand zu ihrem Besitzer bringen. Und da wir alle wissen... Oh, ein cooler Templerjacke. Da wir alle wissen, wo wir da hin müssen. Ganz nach draußen in die Wüste. Ich dachte, wir machen erstmal alle intern hier, aber okay. Wir müssen zu Sight. Und was gibt's bei Sight? Für die alle, die es wissen, bei Sight gibt es. Na? Ich finde Sight übrigens cool. Black Market nicht. Wird er nicht eher Said gesagt, gesprochen? Also ich sag immer Said dazu, weil es. Hört sich besser an. So. Und das hört sich auch so mehr arabisch. Kann gut sein. Wenn jemand in den Comments weiß, wie er richtig ausgesprochen wird, dann... Malael wartet hinten am Eingang, okay. Ja, der nutzt mein Ladescreen aus. Ja, das ist echt... da kannst du jetzt ja mal... Ja. Ne, da, der Tag, an dem Malael weniger Ladescreen hatte als Terra. Drei rote Kreuze im Kalender.
Da kommt sie ja. Oh, Putin sehe ich. Hinter der Mauer seid ihr wahrscheinlich. Ja. Putin sollte dir auch sagen, hierhin, hierhin. Ich folge ihm gerade unauffällig. Ich hab Tier von der Muppet Show gefunden. Die Muppet Show. Oh Mann. Aber der wollte seine Trommelstöcke. Ich weiß es nicht. Aber warum mussten wir Tier töten? Tier war der coolste von der Muppet Show. Ja. Neben dem Chefkoch natürlich. Smördeblöd, smördeblöd, blum, blum, blum. So, hier oben ist der gute Said. Würde ich so aussprechen, ja. Und ein Wissen. Und Terra hat uns einen Ghoul mitgebracht, der aber jetzt keinen Bock mehr hat und wieder geht. Ich? Nö, der stand hinter dir und wollte dich mit seiner Sense hauen und dann hat er so gedacht, okay, nein, dann gehe ich wieder. Kannst du dir ein Video angucken. Das ist ein Verkehrsschild gewesen. Das war kein Verkehrsschild. Doch. Die haben so in Transsilvanien. Na gut. Aber hier doch nicht. Doch, hier auch. Okay. Ja, jetzt stehen wir hier. Und sollen wir hier das Ding von dem annehmen? Hier, das Sterben ist teuer. Was sagst du dazu, Malael? Sterben ist teuer? Ist mir egal. Was sagst du dazu, Putin? Kra, kra. Sollst keine Krähe nachmachen. Gut. Okay, der war gut. Den habe ich nicht kommen sehen. Videosequenz. Summ, summ, summ. Wir mussten uns ja irgendwann begegnen. Und eine Sache habe ich wirklich im Überfluss. Zeit. Vielleicht zwei. Zeit und Laster. Aber Sie, stark und schweigsam, sind nicht mein Typ. Gehen wir ein Stück. Wir brauchen keine Insekten, die uns in den Mund kriechen, hm? Erdbeben, Plagen, Heuschrecken. Ich weiß, was Sie denken. Ich sag Ihnen, was Sie denken sollten. Was springt dabei für mich raus? Glauben Sie mir, eine Mumie in einem teuren Anzug, das ist nicht biblisch, sondern hausgemacht. Unsere Kultur war immer von der Ewigkeit und dem hohen Preis des Todes besessen. Die Menschen stehen Schlange für den Übergang, den Tiere bewachen, zurückkehrende Götter und Dämonen. Wie Reise nach Jerusalem mit Seelen. Und Trittbrettfahrer gibt's immer, wie den Abi, ein Heuschreckengott, aber kein wirklich wichtiger. Die Maria haben sein Wirken dokumentiert. Sie dokumentieren alles. Die Bibliothek liegt östlich. Schon mal eine Gottheit verbannt? Es wäre eine gute Lektion für Sie, eine echte Gelegenheit. Ich sollte Geld dafür verlangen. Okay. Geht aufs Haus. Sie sind echt ein harter Brocken. Okay, das alte Archiv finden. Aber das werden wir erst machen. Terra kann schweben. Natürlich. Gruselig. Elementare Kräfte. Ich setze nur andersweitig frei. Alles klar, beim nächsten Mal dann finden wir das alte Archiv der Maria und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß am heutigen Tag. Macht's gut, euer Koali und eure, die Frauen zuerst. Ich wollte weißt nur du, gucken, die ganze ob Zeit sagt er nicht, aber da, ne? Ja, okay. Dann, ja, have fun, euer Koali und eure Terra May. Und euer Estragdark in der Secret World. Tschüss.
Meow, 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 meow